Ich bin Kutumi. Ich bin das hohe Selbst der Naturwesen und spreche den himmlischen Gruß von Omadhassat zu dir. Es ist die Liebe und die Wertschätzung der Naturwesen, welche ich dir heute in dein Herz legen möchte. Denn du lebst mit ihnen in einer Gemeinschaft. Viele Menschen haben den Kontakt zu den Naturwesen noch nicht bekommen. Aber du, allerliebster Mensch, du hast ihn schon. Deswegen spreche ich zu dir. Und so möchte ich dir, wenn du es erlaubst, die Herzensgrüße und die Liebe aus der Welt der Naturwesen überbringen. Es ist eine ganz feine, zarte Energie, mit welcher du empfangen wirst. Und du wirst auch die große Wertschätzung spüren, welche dir entgegengebracht wird. Denn es sind die kleinen Dinge, welche die größte Freude bringen. Und die Naturwesen wissen dies genau. Und vielleicht, wenn du aus dem Fenster schaust und ein Regentropfen am Fenster entlang rinnt, erkennst du die Schönheit, wenn sich das Licht in diesem Tropfen spiegelt. Dann ist es ein Naturwesen, ein Wasserwesen, was dir zuwinkt. Und vielleicht, wenn es Winter ist, aus dem Fenster schaust oder auch draußen spazieren gehst und die Schneeflocken fallen vom Himmel. Und wenn du dann deine Hand ausstreckst und die Schneeflocken auf deine Hand fallen, kannst du auch die sanfte Berührung der Naturwesen fühlen. Denn es sind die Schneezwerge, welche sehr gerne mit den Schneeflocken spielen. Und in diesem Moment kannst du sie fühlen. Oder vielleicht, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist und du spürst, wie die Sonne deine Haut erwärmt. Manchmal ist es so, wie wenn ein warmer Luftzug dich kurz in deinem Gesicht berührt. Dann ist es ein Streicheln der Feen, welche durch die Lüfte schweben, spielend in Leichtigkeit und Freude. Sie möchten dich daran erinnern, die Schönheit und die Freude zu leben. Oder wenn es Herbst ist, im Wald spazieren gehst,
Vielleicht bemerkst du, wenn ein goldenes Blatt von einem Baum fällt und vor dir sich vor deine Füße legt, dass dort ein Waldwesen zu dir spricht, dann darfst du dieses Blatt aufheben und mit nach Hause nehmen. Mein allerliebster Mensch, so habe ich dir ein wenig gezeigt, was alles um dich herum passiert. Und wenn du die Augen und die Ohren öffnest und deinen Blick änderst, wirst du selbst noch sehr viele und schöne Erfahrungen machen können. Dies ist die Botschaft der Naturwesen, welche ich dir heute in tiefster Liebe überbringen wollte. Und so fühle meine Freude und Liebe, wenn ich dich jetzt umarme. An Anna schaue.